alle zusammen. Ihr habt es ja schon gelesen. Wir machen einen Quinoa-Gurken-Feta-Salat. Ich habe jetzt eigentlich alles schon vorbereitet, sage euch jetzt aber in Ruhe, wie, was und wo. Und zwar, Quinoa habe ich jetzt vorbereitet. Und zwar, in 300, also erstmal habe ich Quinoa abgespült, also einfach in ein Sieb gegeben und dann Wasser drüber laufen lassen, das Ganze abgespült. Dann habe ich 350 ml Wasser in den Topf gegeben und 120 Gramm Quinoa. Das habe ich dann 12 Minuten leicht köcheln lassen. Danach 10 Minuten einfach quellen lassen oder eine Viertelstunde. Und dann habe ich jetzt einfach noch ein bisschen Salz und einen Esslöffel Olivenöl dazu gegeben. So, das betrifft jetzt Quinoa. Hier drin habe ich eine halbe Gurke. Ich in meinem Fall habe jetzt die Gurke, also habe die halbiert und habe das Kerngehäuse, was ja einfach eigentlich fast nur aus Wasser besteht, mit dem Löffel rausgekratzt. Man kann es auch drin lassen. Das ist einfach Geschmackssache, weil halt das Ganze natürlich, wenn wir jetzt Salz dazugeben, sonst viel Wasser zieht. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Wie gesagt, eine halbe Gurke, eine halbe Zwiebel ist hier drin. 75 Gramm Feta-Käse und ich habe jetzt zusätzlich einfach noch ein paar Kürbiskerne dazu gegeben, die eigentlich nicht im Rezept drin waren, aber ich habe gedacht, so ein bisschen Crunch finde ich eigentlich ganz passend. Also kann man natürlich auch weglassen. Und jetzt kommen wir noch zu unserem Dressing. Da drin ist ein Esslöffel Olivenöl, Basilikum, ein Teelöffel Apfelessig. Übrigens noch ein Tipp zu Apfelessig. Also sollte der ein oder andere mal Sodbrennen haben, dann einfach einen kleinen Schuss Apfelessig in ein Glas geben und mit warmem Wasser befüllen. Also man muss nicht ein ganzes Glas trinken. Das reicht schon meistens zwei, drei Schlücke. Und dann ist es vom Tisch. Also da muss man nicht unbedingt was von der Apotheke holen. Sollte der ein oder andere das mal haben. Aber jetzt weiter. Wie gesagt, Teelöffel Apfelessig, ein halber Teelöffel Zitronensaft, ein halber Teelöffel italienische Kräuter, Salz und Pfeffer. Und das sind unsere ganzen Zutaten. Und die müssen wir jetzt einfach noch zusammenbringen. Ich glaube, ich mache es so, dass ich erstmal das Dressing hier dazu gebe und das erstmal verrühre und dann Quinoa dazu gebe. Also Quinoa ist jetzt übrigens abgekühlt, weil sonst wird hier der Feta-Käse schmelzen. Also ich hoffe mal, dass es... Ja, also es ist lauwarm. So, mal Quinoa dazu. Und jetzt vermengen wir das Ganze. Und dann sind wir auch schon startklar. So, jetzt habe ich das Ganze nur umgefüllt. Und jetzt werden wir das mal probieren. Oder ich jetzt in dem Falle. Jetzt habe ich hier natürlich gar keine Gurke mit drauf. Die schnappen wir uns noch. Super. Super lecker. Ich bin total begeistert, weil, ich gebe es zu, ich habe die Befürchtung gehabt, mir wird irgendwas fehlen. Weiß auch nicht was, aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also eine tolle Kombination. Schmeckt total frisch. Leicht. Also so mit der Gurke und der Feta-Käse gibt halt die Würze dazu. Also ich muss sagen, mega, mega lecker. Ich glaube, den werde ich mal machen, wenn irgendwo Grillsaison ist. Dann werde ich, glaube ich, den machen und mitnehmen, weil super lecker. Deswegen, ich will noch nicht weiter euch voll quatschen. Kann nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!